Herzlich willkommen, eure Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Oh, im letzten Part war das Mikro schon wieder kacke, wegen dem Kack-Windows-Update. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, es ist jetzt wieder besser. Ich war die Tage tatsächlich fleißig. Ich habe hier echt paar... Ich habe sogar viele Insekten und Fische hier gefangen. Die wir jetzt alle mal abgeben werden. Das war echt... Oh, es war auch überraschend, dass ich irgendwie Glück hatte mit den ganzen Sachen. Und mich haben Mücken gestochen, Leute, wirklich. Ich wurde, glaube ich, das letzte Mal vor 7 Jahren gestochen oder so. Aber mich hat's... gestern Nacht? Vorgestern Nacht hat's mich auf jeden Fall überall getroffen. Ich habe, glaube ich, 3 Mückenstiche. Glaube ich. 3? 3 könnt ihr hinhauen. Und einer juckt total. Einer juckt wirklich sehr. Heute werden wir ein paar Fische fangen. Hallo, Eugen. Heute ist außerdem Rainer da. Aber ich brauche halt Fische, die ab 16 Uhr da sind. Deswegen kommt der Part erst morgen für mich. Für euch ist er aber jetzt da. So, ich werde etwas stiften. Ich habe hier den riesen Hirschkäfer, der nervt mich total nachts, wenn ich versuche, diese anderen, wie zum Beispiel den Elefantenkäfer zu fangen. Die Muräne, die Heuschrecke, die Weißschildkröte, die Elefantenkäfer, den haben wir schon einmal und den riesen... Okay. Sind 4 Stück. Immerhin. Immerhin. Das freut mich auf jeden Fall. Heute werden wir mal gucken, dass wir den Napoleonfisch, wie ist das andere Viech nochmal? Morene nicht. Ach Gott, ich habe den Namen vergessen. Den Rochen. Den Rochen und den Dings kriegen. Die sind sehr groß. Die sind sehr groß. Im Notfall habe ich, glaube ich, noch ein paar Dinger. Oh, du bist zu klein. Ein paar... Hier, Dings. Ach Gott, wie nennt man die jetzt? Köder. Ein paar Köder habe ich noch. Glaube ich zumindest. Müssen wir nur nachschauen. Komm mal her hier. Vielleicht bist du schon eins von den beiden. Ja, sehr, sehr cool. Ah, nee, ich glaube nicht. Nee, ist eine Flunder. Ist eine Flunder. Ich könnte euch natürlich auch erstmal meinen Arbeitsfortschritt zeigen. Weiß nicht, ob ich euch das gezeigt hatte. Ich weiß nämlich nicht mehr, wann ich das gemacht habe. Habe ich das gestern gemacht? Ich glaube, ich habe das gestern gemacht. Ich habe hier die linke Insel schon mal ein bisschen angefangen. Zu dingsen. Heißt, hier geht's hoch. Hier wird dann eine Brücke rüberkommen. Hier geht's dann zum Campingplatz. Der wird dann hier sein. Da fehlt mir noch eine Brücke. Und hier oben kommt dann hier von Chihiro das Haus hin. Warte, zeige ich es euch gleich. Das soll hier auf der Fläche sein. Dann kommt hier unten rechts auch noch ein Haus hin. Hier so hin. Dann, weil es gibt ja die Gerüchte, dass es dann im Herbst-Update dann Tomaten und sowas zum Pflanzen gibt. Und dann habe ich mir halt gedacht, mache ich hier oben dann so einen kleinen Bauernhof hin oder sowas. Mit den 2 Häusern. Ja. Das ist so die Idee dahinter. Sonst können wir eben auf der Karte gucken. Ihr seht, da habe ich... Oh, warte, wir können die große Karte machen. Da habe ich ein bisschen was gebaut links, tatsächlich. Ja. Genau. So wird es dann ungefähr aussehen. Zumindest links. Genau, genau. So, das war mein Plan. Und jetzt werden wir weiter hier nach Fischen gucken. Ich glaube, du bist zu groß, ja. Ich stehe nämlich sehr groß dabei. Du bist eindeutig zu klein. Oder ist das schon sehr groß? Ich weiß es nicht. Wir können es probieren. Na, weiß nicht. Fühlt sich nicht so gut an. Ist wieder ein Rochen. Flunder. Flunder und Rochen ist doch fast das gleiche, oder nicht? Mann, 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 Mann. Ich bin auf jeden Fall hier stolz an meine Arbeit hier rechts. Es hat mir sogar ein bisschen Spaß gemacht. Aber dann hatte ich immer wirklich... Habe ich gedacht, okay, komm, ich habe jetzt genug gemacht.
Ich möchte jetzt erstmal was anderes machen. Prioritäten setzen, Leute. Oh Mann, ey, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich werde die ganze Zeit gestochen, dabei ist hier nichts. Ich habe mir jetzt auch so eine, oh Gott, wie nennt man das denn jetzt hier? Eine Mückenfalle hier gebastelt. Ich hoffe, die klappt. Das werde ich dann morgen früh wohl erleben, wenn sie geklappt hat. Weil da müssten da ganz, ganz viele Mücken drin sein. Das ist einfach eine Mischung aus braunem Zucker, Hefe und heißes Wasser. Und der Geruch lockt die alle in eine Falle rein. So habe ich das beigebracht bekommen. Junge, ne, ich war gestern wirklich ein bisschen überfordert, als ich diese ganzen Mückenstiche entdeckt habe. Da dachte ich mir, was soll das denn jetzt hier? Ich wurde noch nie, also ich wurde glaube ich wirklich vor 10 Jahren das letzte Mal gestochen oder so. Das fand ich schon ein bisschen heavy, dass das jetzt so viele sind. 3 Stück. Och man, ey. Vor allem, ich habe genau unter der Unterseite des Fußes, auf der Fußfläche habe ich einen Mückenstich. Ich meine, der juckt am wenigsten tatsächlich, eigentlich gar nicht. Oh, endlich habe ich den Fisch hier. Ach, gut, den habe ich. Alter. Wieder eine Kackflunder hier, ey. Mann. Ich würde sagen, wir machen hier noch 5 Minuten und dann hole ich die Dinger da her. Die, Köder hole ich her. Ich habe außerdem heute The 7 Deadly Sins Staffel 3 angefangen. Ist ja seit heute auf Netflix. Und, oh, Leute, also irgendwie, ich weiß auch nicht, ja. Ich fand die erste Staffel damals echt gut. Aber irgendwie wird die mir immer langweiliger, ey. Wirklich. Ich nehme jetzt sogar auf, eigentlich wollte ich erst nach der Serie aufnehmen, aber ich habe gedacht, nee, ich brauche jetzt eine Pause von dieser langweiligen Staffel. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Staffel ist, Leute, ich weiß nicht. Für mich persönlich noch nicht, aber ich bin erst bei Folge 10. 10 von 24. Ups, egal. Nehme ich mit. Ne, Geschenke. Pavillur-Turnschuh. Okay, cool. Ich habe außerdem gelesen, dieses Marvel's Avengers Game, ja, was ja auf die PlayStation 5 und Xbox Series X kommen soll, dass PlayStation komplett viele Vorteile hat. Dass die irgendwie 10.000 Skins haben, dann Spider-Man ist dort exklusiv dabei, dass man den dann spielen kann. Finde ich auch sehr, sehr lustig, dass es so einen Deal überhaupt gibt. Das ist ja schon sehr, sehr unfair für die Xbox-Spieler tatsächlich, dass sie jetzt nicht Spider-Man hier mitspielen dürfen. Ich bin dann so, wow, okay. Okay, und die wollen das jetzt irgendwie alle boykottieren, indem sie das Spiel für Xbox nicht kaufen. Ja, ob das so das Schlauste ist, das weiß ich eh nicht. Ich habe eh gelesen, dass nee, das war ein anderes Thema. Indie-Spiele haben es schwer auf der PlayStation, habe ich gelesen. Dass sie sich da so gut wie gar nicht verkaufen. Und auf der Switch lassen sie sich super verkaufen. Ich meine, das ist, glaube ich, auch tatsächlich klar, weil die Switch, die kannst du halt überall mitnehmen. Und für Indie-Spiele ist das eigentlich perfekt. Ist das echt perfekt. Kannst du überall spielen und so. Schon schön. Außerdem spiele ich momentan gerne dieses Fall Guy-Spiel. Ist jetzt auch rausgekommen. Hat nur momentan ein paar Server-Probleme. Aber die gehen, glaube ich, nur weg. Beziehungsweise so krass sind die jetzt nicht mehr. Sie sind nur ein bisschen nervig. Nur ein bisschen nervig. Aber von mir aus ist es in Ordnung. Ist es in Ordnung. Oh Gott, Mann. Immer diese Schnee. Nee. Ich fange jetzt keinen Schwalbenschwanz. Den gibt es nämlich nur im März.
Jetzt sagt mir nicht in den Kommentaren, oh, den gibt's aber doch. Ich habe trotzdem keine Lust, jetzt den Fisch da zu fangen. Dings zu fangen. Ich brauche jetzt hier ein Wunder. Ein Wunder. Es fühlt sich aber nicht nach einem Wunder an, tatsächlich. Okay. Gleich müssen tatsächlich die Dinger wieder her. Denn den Napoleon-Fisch, den brauchen wir auf jeden Fall. Den gibt's den ganzen Tag hier. Oh, stellt euch mal vor, ich hätte irgendwann mal irgendeinen Fisch verkauft, den ich eigentlich gebraucht hätte. Das wäre so frustrierend. Das wäre echt traurig. Ich hoffe, dass es mir nie passiert. Bist du denn? Ach so. Der Montropial. Oh, das ist ein Geschenk. Du fliegst aber ziemlich nah am Meer entlang. Oh, was haben wir hier? Ich weiß auch nicht, ob wir alle Sommerrezepte haben. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Denn irgendwie bekomme ich nie Rezepte aus Ballons. Ich habe jetzt letztens die Goldschleuder bekommen aus dem Ballon. Das fand ich richtig cool. Du kannst auf jeden Fall ins Lager. Rest musste ich eigentlich verkaufen. Gucken mal eben hier, ob wir noch was haben hier. Bisschen Futter, Futti. Oh, sieht... Ah, doch. 15. 15 Köder haben wir noch, Leute. Die machen wir jetzt noch weg. Und wenn nichts passiert, dann ist halt in diesem Part nichts passiert. Außer, dass wir sehr, sehr viele Insekten gedingst haben. Kann ich euch gleich auch noch alle zeigen, wie ich sie gefangen habe. Obwohl, beim Elefanten warte dabei... Oder war das was? Ach ne, Herkules. Herkules war das. Stimmt. Ja, tanz da mal hier für den Fisch. Tanz mal für den Fisch. Oh, es ist wieder nichts Besonderes. Ja, schön. Schön, dass du dich da freust. Oh, meine Angel ist kaputt. Habe ich nur eine dabei? Nee. Oder? Doch, habe ich. Da. Kinderangel. Super. So, Futter verstreuen. Du bist zu klein. Weg mit dir. Oh, ich liebe dieses Ködern. Außer die Köder zu farmen. Das ist dann wieder was anderes. Ich wünsche mir außerdem, dass es Köder für Insekten gibt. Zum Beispiel Honig oder so. Oh, der ist groß. Honig wäre super. Was ist das denn? Ist das der? Ja, ein Napoleonfisch. Super. Oh, cool. Guck mal, haben wir doch noch was fürs... Thumbnail. Haben wir doch noch was. Sehr schön. Da ist die Angel. Ausrüsten. Genau, Euphemia war gestern noch da. Deswegen habe ich Sterne im Inventar noch. So. Ne, das brauche ich auch nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, wir haben ja bald unser Buch tatsächlich durch, dass im nächsten Jahr vielleicht noch mehr Fische und Insekten hier released werden, beziehungsweise freigeschalten werden. Das finde ich halt noch sehr cool. Natürlich gibt es dann noch mehr Fische, die ohnehin schon selten sind, aber ich glaube, ich würde das echt gut finden, wenn es noch mehr Fische geben würde. Vielleicht auch Fische, die wirklich nur von 0 bis 1 Uhr da sind oder sowas. Nur eine Stunde wach sind. Gibt es so Fische, die nur eine Stunde wach sind? Hey Siri. Gibt es Fische, die nur eine Stunde wach sind? Meine Websuche hat das hier ergeben. Okay. Nur 9 Tiere, die am längsten schlafen. Ach, oh doch, das ist das ja. Achso, Code? Ups. Nee, Code verwenden. Ich kann diese Anfrage leider nicht ausführen. Willst du mich verarschen? Ups. Nö, okay. Nö, okay, Leute. Kann ich gerade nicht nachgucken. Er erkennt meinen Fingerabdruck nicht. Oder sie. Mann, Siri. Ich dachte, wir wären so. Wir wären so vereint. So vereint. Aber anscheinend wohl doch nicht. So, Rochi. Roche, wann kommst du? Ich
glaube, du bist der letzte Fisch, den ich brauche. Im Meer. Habe ich schon mal eine Sorge weniger. Die Insekten, die machen mir mehr Sorgen. Ich glaube, ich habe gestern auch irgendwie noch ein neues Insekt gesehen, aber das habe ich verscheucht. Habe ich leider verscheucht, Leute. Es tut mir leid. Da habe ich nicht aufgepasst. Na komm, gucken wir mal hier. Du bist nicht so groß, aber vielleicht... Ah doch, du bist sogar relativ groß. Ja, du bist aber auch nichts Besonderes. Wieder ein Kaiserschnapper, okay. Dann noch zwei Stück. Du bist nicht groß, nee, du bist klein. Oh, und mein Auge juckt. Meine Augenbrauen juckt. Okay, dann gehen wir den Napoleonfisch ab. Mal gucken, was uns Eugen darüber erzählt. Da fehlen mir, glaube ich, nur drei Käfer oder so. Bin ich echt glücklich, ey. Wirklich. Ich will etwas stiften. Fabelhaft. Was gedachten Sie denn zu stiften? Hier, ein Napoleonfisch hier. Bitteschön. Tada. Huhu. Das ist ja ein Napoleonfisch. Ich könnte Ihnen auch viel Spannendes erzählen zu diesem Napoleonfisch. Sehr gerne. Famos. Sowas lässt man sich nicht zweimal sagen. Das ist ja mal ein Fang. Die edlen und majestätischen Napoleonfische fallen überall sofort auf. Dieser Fisch mit dem großen Kopf hat eine außergewöhnliche Färbung, wie so viele tropische Fische. Leider ist dieser ungewöhnliche Fisch durch eine Vielzahl von Faktoren vom Aussterben bedroht. Tun wir also unser Bestes, um unseren beflossenen Freunden eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Und das war's. Super. Dankeschön, Eugen. Danke, danke. Passt schon. So, dann... Oh. Dann gucken wir uns mal ganz kurz hier ein Album an. Hier, glaube ich. Da mit den Elefantenkäfer. Das war ein sehr, sehr spannender Fight. Genau. Komm. Trau dich noch näher dran. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Und zack. Komm, du bist nah genug dran. Ach komm, ich mach jetzt. Super. Sehr schön. Ein Elefantenkäfer. Ist das ein großer Käfer oder ein kleiner Elefant? Alles klar. So, dann haben wir hier das nächste. Da sehen wir nichts. Und dann sehen da meine Augen was rechts. Ich dachte, der wäre selten am Anfang, weil er so groß war. Aber nein, er hat später auf jeder Palme gesessen. Der Riesenhirschkäfer, ein Riesenschritt auf dem Weg zum höheren Insektensammlerwert. Alles klar. Hier auch noch. Mal gucken. Dann laufe ich noch, da sehe ich einen Fisch, da denke ich mir, könnte das die Schildkröte sein? Oh komm, komm, ich probiere es einfach mal aus. Und tada, es ist eine, ja, ein Weißschildkröte, sehr schön. So, hier habe ich den goldenen Ballon gefunden, als ich hier gearbeitet habe. Da dachte ich mir so, oh cool, den gibt es. Das ist ja mal cool. Ja, und das war's dann auch schon. Ja, gehen wir da rein. Hier kann ich mal in der Fauna PD mal eben gucken, wie viel uns noch fehlt. 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11 Fische fehlen uns noch. Hier ist der Napoleonfisch. Hier fehlen uns noch sehr, sehr viele. Hier fehlen uns nur 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Stück. 10 und 11 Fische. Ja, cool, Leute. Dann war es das mit Animal Crossing für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.